Sailing across the ocean, trying to find another sea. Looking for adventure, trying to find the other me. Thank you.
Also Frau Obrichter, wieso gehst du da heim mit? Weil es einen super Kocher gibt, in Ranspe, Tradition, glaube ich. Gut. Wir wollen braun werden. Ich war jung, brauchte das Nein, Gold. Weil wir sind dankbar, dass wir wieder daheim sind. Super. Gesund daheim sind. Weil die Gegend schön ist. Mutter Gottes, bitte für uns in der Stunde unseres Todes. Amen. Grüß dich Gott für tausendmal. Einem geraden Saal. Du allerschönste Mutter Jesu. Und für uns. Für unsere Ingenieurs, geheiligt werde dein Name. Das junge Ding ist mitten auf. Thank you.
Nach Habsberg. Bin überzeugt. Warum gehst du nach Habsberg, Maria? Aus Gewohnheit. Weil halt das mein Opa auch schon immer gemacht hat und jetzt ich das auch schon seit der ersten Klasse mache. Warum gehst jetzt du auf dem Habsberg immer mit? Ich gehe raus zum Danken, was bisher geschehen ist in meinem Leben. Und wie lange gehst du schon wieder auf dem Habsberg? 63 Mal. Ja. Und früher ist doch immer gegangen worden unter der Woche. 15. 16. Juni. Das waren ja die Tage vom Benno und vom Vitus und Benno. Vitus und Benno war das. Ja, ja. Wieso
wieso gehst du auf Habsberg? Weil ich so brav bin. Wieso gehst du auf Habsberg? Da daheim hier der Loris. Gehst du auf Habsberg? Weil die Gemeinschaft so schön ist. Warum gehst du so gerne nach Habsberg? Weil es schön ist mit den Leuten und aus Dankbarkeit. Irene, warum gehst du so schön nach Habsberg? Ich muss mal für mein Mopetten, dass er nicht am Radl abschlägt. Warum gehst jetzt du damit? Ich finde es schön, wenn man wenn so eine Gemeinschaft miteinander irgendwas erlebt und dann letztendlich irgendein Ziel gemeinschaftlich erreicht.